Danke, Herr Schendrath-Moser, für das Interview. Ich würde Sie gerne fragen, wer sind Sie? Das ist eine schwierige Frage. Also ich bin Ständerat vom Kanton Zürich seit 2015. Vorher bin ich 3 Legislatur, seit 2003 im Nationalrat. Beruflich bin ich Unternehmer, habe eine Informatikfirma aufgebaut. Wir machen 120 Millionen Umsatz. Wir sind sehr engagiert in der Lehrlingsausbildung. Ich habe 100 Lehrlinge bei mir. Und ich bin Familienvater mit 5 Kindern. Wir haben ja in der Schweiz seit 2005 ein Moratorium, wo der kommerzielle Anbau von gentechnisch veränderten Organismen betrifft. Wie stehen Sie zu dem? In der Herbstsession letzte Woche haben Sie ja gesagt, Befristungen sind eigentlich nur der Anfang von etwas, das ewig hält. Das ist leider so. Jetzt hoffe ich allerdings, dass wir das in dem Thema aufbrechen können. Heute wird der Bundesrat nicht nur das klassische Gentech-Moratorium verlangen, sondern verbietet alle zukünftigen Technologien. Und das scheint mir ziemlich illusorisch zu sein. Die neuen Technologien erlauben ja eigentlich Mutationen zu machen, die sich nicht unterscheiden von normalen Züchtungen. Und das wird man wohl nicht kennen durchsetzen, insbesondere auch, weil die neuen Technologien viel billiger werden. Also einfach, jedes Gymnasium kann sich solche Technologien leisten. Also wird man auch vermutlich das gar nicht mehr im Griff haben, ob die Pflanze gentechnisch verändert worden ist oder nicht. Und darum glaube ich, wird man vielleicht eine Mehrheit gewinnen, die die neuen Technologien ein bisschen grosser zulässt. Meinen Sie, dass es eine Lobby gibt, die hinter dem Auferhalten von dem Moratorium gibt? Ja, man muss verstehen, wie Politik funktioniert. Politik ist immer sehr konservativ. Wenn Sie würden eine Abstimmung machen, soll alles so bleiben, wie es ist, oder soll sich etwas verändern, würde die grosse Mehrheit für den Status quo stimmen. Oder? Und damit ist der Konservatismus in der Politik drin. Das heisst, für Errungenschaften, für Forschungsfreiheiten oder eben Denkfreiheit, dass jeder darf denken und forschen, was er will, die muss man jedes Mal frisch verteidigen. Oder? Weil sobald man anfängt, an Zukunft denken und Zukunft verändern, dann heisst das, dass die Gesellschaft verändern. Und in der Politik haben sie immer eine Reaktion dagegen. Und Reaktion kommt von Reaktionären. Wenn sie gehen und schauen, was Reaktionär heisst, sehen sie, dass dort steht, der Zukunft gegenüber negativ eingestellt. Das ist reaktionär. Und Politik ist in sich als Wesen reaktionär. Dann braucht es ein paar Leute, die wirklich dafür kämpfen, dass man Freiheit kann behalten, Forschungsfreiheit kann behalten. Und insbesondere in der pflanzlichen Forschung. Das ist ja eigentlich ein Witz. In der Medizinalforschung ist ja praktisch alles gentechnisch verändert. Ich glaube, es gibt kaum Medikamente, die nicht irgendwie auf Gentechnik basieren. Heutzutage neue, und dort lassen wir es zu, oder? Und sobald es um eine Pflanze geht, ist sie heilig gesprochen, sie muss so bleiben, wie sie Dinosaurier gegessen haben, das ist die Meinung, oder, von uns. Und wir merken gar nicht, dass die ja auch schon 1000-mal oder 100.000-mal mutiert sind in der Zwischenzeit. Und die Gentechnik macht die nichts anderes, als die Mutationen eventuell schneller durchzuführen und vielleicht eben auch gezielter. Wie groß meinen Sie, ist der Einfluss von der Meinung vom Volk in dieser Regulierung? Also zum Beispiel der Schweizerische Bauernverband, den Sie ja auch unterstützt, hat im Koexistenzbericht von GVOs geschrieben, dass Schweizer Konsumierende eine stabil ablehnende Haltung gegenüber GVOs haben. Das, ich glaube, das stimmt so nicht. Es sind immer so Fragestellungen, die nicht funktionieren. Wenn die Fragestellung ist, sind Sie dagegen, dass man die Pflanzen gentechnisch verändert, ist einfach die Mehrheit ja. Aber wenn Sie die Frage stellen, sind Sie dagegen, dass man weniger Pestizide einsetzt, dann sagen alle ja. Oder? Und wenn man sagt, sind Sie dafür, dass man mehr Nahrungsmittel produziert, dass man die Menschen ernähren kann, dann sagen auch alle ja. Oder? Das heisst, der Mensch ist voller Widersprüche. Oder? Und höchstwahrscheinlich muss man diese Widersprüche abwägen. Und ich gehe davon aus, wenn die Klimaveränderung sich so entwickelt, wie es prophezeit ist, dass wir Haufen Ackerböden verlieren und dass wir auf den bestehenden Ackerböden müssen, im Prinzip effizient Proteine produzieren für die Menschen, damit wir uns überhaupt ernähren können. Und ich glaube, da werden wir ganze Haufen kreative Ideen brauchen, vielleicht auch noch andere als Genmutationen, aber man kann nicht einfach einen ganzen Bereich einfach ausschliessen, ein Denkverbot machen, das wird nicht funktionieren. Also ich glaube, es wird ganz wichtig sein, dass wir Züchtungen kriegen, die weniger Pestizide brauchen, die weniger Wasser brauchen zum Beispiel, die resistenter sind, die in einer anderen Umwelt auch funktionieren können, damit wir überhaupt keine Menschheit ernähren in der Zukunft. Und da muss die Schweiz einen Beitrag leisten. Wir sind einer der wichtigsten Forschungsstandorte der Welt. Und wenn wir da keinen Beitrag leisten, dann leisten wir einen Beitrag, dass die Menschen in Zukunft Hunger leiden. Und das möchte ich auf keinen Fall. Gleichzeitig
wie die Frage von Nutzen und Risiken von GV-Produkten immer wieder heftig diskutiert, was eine Konkretisierung von neuen Gesetzen immer wieder verzögert. Warum geht die Diskussion so lang? Im Prinzip haben wir ein Denkverbot beschlossen. Also man hat im Prinzip gesagt, man darf keine gentechnisch importierte Pflanze in der Schweiz aussetzen. Das bedeutet auch, dass die ganze grüne Forschung, das gefällt euch vielleicht ein wenig, wenn ich das sage, aber die grüne Forschung ist auch abgewandert aus der Schweiz. Wenn man schaut, warum Syngenta heute an einer chinesischen Firma gehört, dann hat das einen Grund. Und der Grund ist, dass es in China einfach viel einfacher ist, das Energieversuch zu machen, als in der Schweiz. Und ich glaube, das kann man sich nicht leisten. Wir dürfen nicht den ganzen Forschungsbereich einfach mit Denkverbot belegen, ohne dass man überhaupt den Nutzen abwägt. Oder? Weil wenn Sie ein Denkverbot haben, können Sie nicht mehr sachlich diskutieren, was sind die Risiken, was sind die Chancen. Ich bin sehr dafür, dass man gute Risiko-Nutzen-Abwägung macht bei diesen Sachen. Aber die soll man dann wirklich auch vollständig machen. Und wir sehen gerade jetzt zum Beispiel den Zuckerrüben, oder, wo im Prinzip die Ernte in der Romandie 250% eingebrochen ist wegen Schädlingsbefall, wo man einerseits Pestizid verboten hat, aber gleichzeitig hat man die Züchtungsforschung für gentechnisch verboten wie den Zuckerrüben, sodass die Bauern heute eigentlich effektiv fast keine Zuckerrüben mehr anbauen. Jetzt kann man sagen, gut, Zucker ist nicht das wichtigste Grundnahrungsmittel, oder? Aber wenn Sie es gleich nachher mit Weizen haben oder mit Soja haben, wo es um Ölsaaten geht und so weiter, dann wird es dann relativ schnell signifikant. Und dann brauchen wir Sorten, wo man weniger Pestizide braucht, wo man unsere Böden kann schonen kann und gleichzeitig aber auch eine höhere Produktivität hat. In der Wintersession 2020, im Kontext von der Agrarpolitik 2022+, machen wir jetzt wieder neue Agrarpolitik, aber es wäre mal an der Zeit zu überprüfen, ob die Art und Weise von dieser Bearbeitung überhaupt sinnvoll ist. Ich glaube, die Zeit sollten wir uns nehmen. Die ganze schweizerische Agrarpolitik geht eigentlich auf eine Desintensivierung raus. Also man will weniger anpflanzen, weniger anbauen, also man will weniger Protein haben, weniger tierische Proteine und so weiter. Und ich glaube, das ist eine Politik, die auf der Basis des Überflusses beruht. Ich nehme an, wir sind noch relativ jung, oder? Aber ich mag mich noch an Hungersnöte Anfang 70 Jahre erinnern, oder? Wo ganz viele Menschen an Hunger gestorben sind. Oder? Heute sterben zum Glück noch von 100'000 drei Menschen auf der Welt an Hunger, aber vor 50 Jahren sind von 100'000 Menschen 500 Menschen an Hunger gestorben. Und wenn man jetzt die Klimaerwärmung und all die Sachen anschaut, was da auf die Ernährungswirtschaft zukommt, gibt es eine gewisse Gefahr, dass Hunger wieder Alltag kann werden. Und ich glaube, darum ist die Überlegung, dass man sagt, die Landwirtschaft muss möglichst wenig intensiv sein, ist vermutlich eine falsche. Vermutlich muss man in 20 Jahren eine sehr nachhaltige, aber intensive Landwirtschaft, die es ermöglicht, eine sehr hohe Selbstversorgung hinzukriegen in der Schweiz. Weil sollte es Nahrungsmittelnot geben auf der Welt, dann kann nicht die reiche Schweiz einfach den armen Ländern Nahrungsmittel abkaufen. Das ist eine Zumutung, wenn man so eine Politik fährt. Sondern wir müssen zuerst uns Mühe geben, dass wir möglichst viele Nahrungsmittel selber produzieren können. Und wenn dann noch Sachen fehlen, dann sollen wir die auch auf dem Markt beschaffen. An und für sich. Aber nicht a priori einfach alles desintivieren und meinen, die Menschheit, also die Schweizer kommen sich dann von der Welt ernähren. So einfach wird es nicht funktionieren. Und darum glaube ich, es braucht eine andere Landwirtschaftspolitik, nämlich eine, die Zielsetzung hat, produktiver zu sein und im Prinzip die Schweizer Bevölkerung einen guten Teil auch zu ernähren und vielleicht sogar exportieren können, im Markt hinein bist du können. Das müsste die Politik, so die Schweizer Landwirtschaftspolitik, verfolgen. So, im europäischen Vergleich ist eigentlich Investition in Pflanzenzucht in der Schweiz recht tief. Also Deutschland zum Beispiel macht 20-fache Investitionen. Meinen Sie, man sollte dort ansetzen, mehr investieren? Mehr junge Firmen unterstützen oder mehr Forschung? Es gibt zwei Bereiche. Also das Gentech-Verbot, das führt natürlich dazu, dass man auf klassischem Weg Züchtung in der Schweiz machen muss, die 10-12 Jahre gehen, die vielleicht in anderen Ländern in 3-4 Jahren gemacht wird. Also der Nachteil haben sie nicht wegen. Darum muss bei der neuen Methode das Gentech-Verbot fallen, mindestens bei der neuen Methode. So dass die Schweizer Züchter die gleiche Möglichkeit haben wie die deutschen oder die französischen Züchter oder vielleicht auch die chinesischen Züchter. Das ist sehr so. Und das Zweite ist, es wird eine intensive Forschung brauchen, auch von öffentlichen Mitteln,
an den Universitäten und an den Landwirtschaftsinstituten, wo man sich speziell für Züchtungen, für unsere Böden, für unsere Klimazonen sich engagiert. Ich glaube, anders wird es nicht. Und das muss sehr, sehr schnell gehen. Das muss in den nächsten 5, 6, 7 Jahren müssen Resultate da sein, damit man überhaupt den Pestizidabsenkfall kann machen kann. Es kommt ja dazu, wir haben nicht das schärfste Pestizidgesetz, sondern es ist auch so, dass in der EU, wenn ein Befall stattfindet, tut man immer ausnahmemäßig wieder Pestizide zulassen. Also zum Beispiel sind gewisse Pestizide in der EU auch verboten wie in der Schweiz, aber 14 Staaten haben Ausnahmebewilligungen gemacht, letztes Jahr für Befallbefund. Oder die Schweiz hat keine Ausnahmebewilligung gemacht. Mhm. Bei uns ist es so, also wenn wir ein Gesetz haben, gilt das Gesetz. Oder? Und in der EU ist es öfters so, die haben zwar ein Gesetz, aber es gibt auch noch Alternativen dazu. Oder? Wir haben ja ein Projekt, das ein bisschen daran schafft, eine Alternative für all die Pestizide zu entwickeln, mit Gentechnik. Und Sie sind ja auch Unternehmer. Meinen Sie, wenn wir jetzt euer Projekt als Start-up machen, eben genau in dem Bereich, hättet ihr überhaupt eine Chance? Wie sehen Sie die Rahmenbedingungen in der Wirtschaft? Gibt es Investorinnen oder Investoren? Also wir haben eine riesen Chance. Ich habe es nicht verstanden, was wir machen, aber ich habe es mal erklären lassen von der Tochter. Wenn das funktioniert, was sie da probieren, dann ist das eine riesen Chance. Ich würde das vor allem dann auch patentieren, wenn ich euch wäre. Und wenn man das kann verfolgen als etwas, was man kann, kommerzialisieren kann, findet ihr auch Investoren. Das ist, glaube ich, in der Schweiz möglich. Ob man es dann kann in Feldversuchen machen kann, das haben wir jetzt einen Teil von oben ab. Was wir dann entscheiden werden, ich bin optimistisch, dass die neue Gentechnologie zulässig wird. Und sonst würde ich euch halt auch anraten, was ich jedem anraten, der gescheit ist und etwas will erreichen kann, dorthin, wo es möglich ist. Wenn es auch dem Ausland möglich ist, muss es halt dem Ausland machen. Für Firmen sind die Grenzen nicht national. Also man kann überall arbeiten als Firma, wo man will. Man braucht nicht sich an die nationalen Grenzen orientieren. Das hat die Syngenta als Grossbetrieb gezeigt, oder komplett nach China expandiert ist. Also das heisst, die bestehenden Regulationen sind in der Schweiz nicht sehr vernünftig, was zum Beispiel das Zulassungsverfahren betrifft. Sie sind auch sehr, sehr, sehr aufwendig und sind für ein Start-up ziemlich tödlich. Oder? Weil das, eben da würde ich dann wirklich in Ort gehen, wo es weniger aufwendig ist. Ich mag mich noch erinnern, ich war vor fast 10 Jahren in Berkeley. Und das war immer so ein Pflanzenfeld, ich war in einem Raum drin, so ein Pflanzenfeld durchgelaufen im Hörsaal. Und da habe ich gefragt, was das ist. Und dann haben sie gesagt, ihre Gentechnik verändert die Pflanze, und dann probieren den Töpf zu schauen, wie sie reagiert. Und dann habe ich gesagt, das kann jede Putzfrau heim. Ich sagte, ja, das ist überhaupt nicht geschützt. Also im Berkeley kann aus jedem Raum kann alles in die Öffentlichkeit rausgehen, ohne Probleme, oder? Währenddem in der Schweiz musst du irgendwie einen Stacheldraht haben und alles rundherum haben, damit du etwas machen kannst. Und noch als letzte Frage, außerhalb vom legislativen Rahmen, was solltet Ihrer Meinung nach, was sollte verändert werden, damit wir vielleicht mehr Investitionen haben, dass wir mehr Forschung können machen, mehr Arbeit schaffen? Also ehrlich gesagt muss ich sagen, wir machen zu enorm viel. Also ich glaube, ein Schweizer Student oder ein Schweizer Doktorand hat eigentlich kein Problem, ein Start-up zu machen. Es gibt ganz viele Fördertöpfe, es gibt ganz viele Möglichkeiten, das zu machen. Ich glaube, was er einfach braucht, ist Mut. Und den Mut kannst du nicht von außen bringen. Also ich komme vielleicht in die Familie mit über und so weiter. Aber ich glaube, wir machen schon sehr viel. Also um anzufangen, gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Es gibt ganz, ganz viele Investoren, die da mitmachen. Ich selber nur als kleines Beispiel, ich mache 2, 3 Wetter Spin-offs mit oder mit Investitionen. Da hat es ganz viele Leute um, die sehr interessiert sind. Das Problem fängt dann an, wenn du 20, 30, 40 Millionen brauchst. Aber das ist dann erst bei 3, 4 Jahren. Oder? Mhm. Dort wird es vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber eigentlich haben die hervorragende Startmöglichkeiten. Das mit mir vergleichen, 84, wo überhaupt niemand da war, haben die hervorragende Startmöglichkeiten. Vielen Dank. Dann sind wir fertig. Das ist das Das können wir noch verstärken, wir haben da noch Lautsprecher. Ja, Sie können auch die Kamera schauen, oder? Ja, nein, Sie können es mir schauen. Es ist noch schwierig. Mhm. Die Kamera, ja. Wir sind da noch so ein bisschen am Umschleichen mit dem falschen Besucherbadge.
also Goni. Hallo Max, wie läuft's? Tipptopp, schon geil da.